Wie sagen die Reparat Rap, Rap, meine. Wie sagen Reparatur. Die? Reparatur. Rapes, 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 Rapes. Ja. Reparatur, Laura. Schau mal, du musst etwas bestellen, wo er schicken gewinnt. Dann du musst diese Dichtungsring kaufen, so hat gesagt. Er hatte nicht geschickt, die Bilder. Oh, kurz einen Moment bitte. Vielleicht jetzt ergeben wir. Kurz einen Moment. Ja. Ja, ich habe Ihnen das Bild nicht geschickt, ja? Komm, ich komme mal kurz rein, das ist ja hier. So, Sie kriegen das Bild, ja? Und bitte, Sie brauchen dafür noch einen Kovan, ja? Einen Kovan. Das ist ganz wichtig, weil sonst wird das nicht halten. Das ist ein Gummi. Ja? Das werde ich Ihnen jetzt aufschicken, dann kaufen Sie das und dann keine Ahnung, wer Ihnen das fertig macht. Ja? Ich bin jetzt auch erstmal. Ich schicke Ihnen das jetzt mal. Geben Sie mal kurz. Ist das immer noch Ihre Nummer hier? Schauen Sie mal. Ja, mit die 36 im Ende. Ja, das ist meine Nummer. Ja. Ja, das sende ich Ihnen, das mache ich Ihnen fertig. Ja, und Sie bestellen das Ganze und machen das fertig. Dann kann keine Ahnung was. Ihr Macker, Ihr Typ da, kann das da dran machen. Und gut ist, ja, dann ist das auch erstmal fest und dann haben wir das Ganze. Ja, ich habe ein Gespräch mit Ihnen, er sagt, ich muss die machen, Bestellung. Ja, das müssen Sie bestellen. Wissen Sie, wo Sie das bestellen? Hören Sie, ist ja noch dran. Ja, ich mache in den Telefon. Hören Sie mich? Hallo? Ja? Ja, wissen Sie denn, wo Sie das bestellen? Schau mal, Kollege, ich bin jetzt nicht mit ihr zusammen oder so. Wir reden nur. Die ist nicht hier meine Hausmeister dort. Es geht um die Waschmaschine. Ja. Yeah. Die wird diese Teile bestellen. Sie kann Deutsch, sie arbeitet, sie ist zwar Ausländerin. Du bist ein deutscher Hausmeister, du machst dein Beruf. Mach dieser alten Frau jetzt nicht Angst um die Uhrzeit. Was ist dein Problem? Warte mal. Bleib mal ganz kurz auf dem Teppich, Aladin, ja? Ich mache ihr keine Angst. Ich habe ihr keine Angst gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe ihr geholfen und ihr den Dichtungsring gezeigt, ja? So. Yeah. Und alt ist sie auch nicht. Oder sieht sie alt und zerbrechlich aus? Nein, sie muss nicht... Ja, seien Sie mal leise jetzt mal ganz kurz, ja? Bei aller Liebe und bei allem Respekt, ich weiß nicht, wann Sie hier flöten gekommen sind, ja? Aber wenn ich meine Arbeit mache und Sie mich querbeet von der Seite anstitzeln, dann verliere ich da meinen Respekt, aber ganz dringend. Ja, also nicht, ich mache... Warte mal, sie hat keine Schuld, ich bin ja auch niemand, der Sie kennt. Jetzt hör mal, beruhig dich, du hast private Probleme, wie es aussieht. Ja. Mach einfach deine Arbeit und gut ist... Hören Sie mir mal zu, ja? Ich sag Ihnen jetzt mal eins. Ja, nein, Sie müssen nicht, ich habe ihn verstehen, ich mache ihn selber, ich kaufe den. Das ist für mich nicht der Problem. Sie sind immer sehr in dem, Sie sagen immer die Worte, die nicht ist gut. Ja, ich sage, das ist nicht gut, weil Sie mich immer ständig die ganze Zeit stören. Und wenn Ihr Macker am Telefon noch sagt, ich habe private Probleme, dann knallt's, aber kein Beifall. Dann sage ich aber wirklich hier, da bin ich wirklich unten an Ruhe durch. Da werde ich zur Hausverwaltung gehen und dann werde ich erstmal hier den ganzen Schnitzel hier, werde ich mal wegmachen lassen, ja? Nein, Sie müssen nicht machen so. Ich bin nicht für Sie gekommen hier drinnen. Haben Sie ein bisschen Respekt, Sie sind in meinem Hause. Ja, hören Sie mir zu, Sie brauchen mich nicht anzuschreien. Sie brauchen mich nicht anzuschreien. Ich mich nicht schreien auf Sie. Hören Sie mir zu, ja? Hören Sie mir zu. Sie müssen nicht schreien in mich bringen. Ich habe meine Tochter ins Lachen. Ja, ich will ja nicht rumschreien. Ja? Dann soll der Macker Ihnen das bestehen. Hier, Sie haben doch hier keine Ahnung. Ich bin der Macker, Mann. Beruhig dich mal. Hör mal, du brauchst mich nicht anzuschreien. Hast du verstanden, hier, was du bist, Ösi? Brauchst du mich nicht anzuschreien? Hör mal zu. Du hörst mir jetzt mal zu. Du bist ein alter Mann, der eine junge Dame Angst macht. Bist du ein Mann oder bist du eine Schwuchtel? Sei ehrlich. Komm, hör mal zu, ja? Du brauchst nicht über mich so zu reden, sonst werden wir uns mal eine Föller kriegen. Das verspreche ich dir. Sie brauchen mich schreien hier! Sie brauchen mich schreien! Ich habe eine Tochter! Ich komme. Hören Sie mal zu. Halt Sie jetzt bitte zu! Ich habe eine Tochter, Sie sind ein Slaffe! Ist mir egal. Hören Sie. Sie am Telefon. Ich weiß nicht, welcher Sandmann Ihnen gestern Sand in die Augen gesprüht hat.
Guck mal, soll ich dir meine Hausadresse... Ich will deine Hausadresse nicht. Du kannst mal hier rüberflöten, komm her. Verdammte Schnitzelwurst hier. Wenn du ein Mann bist, dann treffen wir uns, dann rede vor mein Gesicht. Jeder kann vor einer Frau so reden. Ey, guck mal, ich rede nicht nur Frau vor ihr. Hör mal zu, ich bin 3x7, ja? Ich weiß nicht, wann du geboren worden bist, aber ich war, glaube ich, bei deiner Geburt dabei. Hab mal ein bisschen Respekt. Das ist ja unter aller Schnitzelwurst hier. Sag mal, wer bist du denn eigentlich? Bitte nicht schreien in meine Wohnung, meine Tochter schlafen! Ja, ihre Tochter schläft. Jedes Mal. Sie müssen mal ein bisschen Respekt haben. Ich werde zur Hausverwaltung gehen und dann werde ich sie anfunken. Das ist ja unter allerster Sau hier. Ja, und sie am Telefon. Wann immer sie mal hier zu Besuch sind, dann klatscht es. Das verspreche ich. Aber das ist kein Beifall, Hammer. Ich werde da nie zu Besuch sein. Ich werde da nie zu Besuch sein, weil das einfach ein Telefonat ist über dem Internet. Wir reden freundlich. Du Alter, guck mal, ich will dich nicht beleidigen. Jeder wird dich jetzt beleidigen. Du kannst mich nicht beleidigen. Bitte nicht machen hier. Ich will nicht machen hier in meinem Wohnung. Das ist bitte, geh draußen jetzt. Ich mach Polizei. Mach einen Kram. Ja, wir können die Polizei, aber ich bin weg. Aber wir beide, das verspreche ich Ihnen. Wir hören uns, sehen uns. Dann werden sie sehen hier. Du alter Hurensohn, ich kann dir nicht meinen Namen geben, was willst du damit machen? Die ist weg. Scheiße. Das ist für mich Entschuldigung, wirklich. Nein, du musst dich nicht entschuldigen. Ich bin irgendein Typ von die Webchat, aber was machst du da? Wegen einem kleinen Problem mit Waschmaschine, warum du redest mit diesem Idiot? Die Mann, die machen die Verwaltung von dem Hause. Ich habe nicht. Ich mache Entschuldigung. Du bist nicht meine. Wirklich, das ist. Ich habe sehr Schämen für mich. Nein, kein Problem, aber wegen einer Waschmaschine, du darfst nicht haben solche Probleme, weißt du? Dieser Idiot redet wie eine. Ich komme. Kurz einen Moment, bitte bleiben. Ja, Ja, meine Tochter. Warum diese Mann Angst? Ich bin hier gekommen in diese Wohnung. Der machen für mich sagen, wir machen einen Trinken zusammen. Ich habe ihn vor ihm gesagt zweimal, nein, ich mache nicht Trinken. Für mich, du bist ein älteres Mann. Und für, genau. Und dann kannst du machen Anzeige bei dieser Arschloch? Ich will nur machen meine Wohnung. Ich habe eine schöne Wohnung hier. Meine Tochter ist für mich in die Zimmer drin. Ich sage zu ihm zweimal, ich nicht trinken mit dir einen Getränk. Dieser Arschloch, du musst Anzeige machen. Diese nichts gut. Was ich mache? Scheißen vor ihn, aber er sagen. Hast du Freunde? Du bist wirklich ein sehr süßes Mensch. Ich bin nicht alleine. Ich bin ein süßer Mensch, Laura. Ich mache mir jetzt Sorgen um dich, weil du redest wirklich ernsthaft und ich denke mir, du hast eine Tochter, du hast eine schöne Wohnung, Arbeit, aber dieser Mann macht dir Druck, der will dir schaden. Nein, ich bin hier, ich habe in die Wohnung, ich habe eine Freundin und eine Freundin Alte. Also du hast gute Freund? Nein, nicht die Mann, eine Frau ist will. Okay, wenn du jetzt Probleme, wo deine Familie? Ich bin hier nicht mit meiner Familie, die
machen mit der Familie Kontakt ist nicht wirklich schon, weil meine Familie sehr ist, wie sagen, sehr, nicht schon mit Familie, wirklich. Ich bin in Deutschland alleine, oder wie? Was ist, ich bin in Deutschland. Ich gucke vor die Loch, Kussen bleiben. Oh, Scheiße, das ist. Ah, das ist meine Nachbarin, die Nachbarin. Kussen. Hallo, wie geht's denn? Ja, sag mal, ich habe hier gehört, sie sind hier rumschreit und die ganze Zeit schreit mal bis oben hin, was ist denn los? Das ist hier, diese, ich habe nicht diese Jürgen, diese. Machen die Hausverwaltung, machen jetzt rein auf mich, wie denn ist die, was passiert mit den Nass? Ja, sag mal, aber das ist ein bisschen spät. Also, was ist passiert? Das ist wirklich, Margret, die hat den Schreien von mich, weil ich sage, bitte telefonieren, die Freund von meine sagen, die Waschmaschine ist kaputt. Komm hin. Wo soll ich mit? Ja, hier sprechen. Wie soll ich sprechen jetzt? Ja, sie sagen, wie heißen die von der Waschmaschine haben gesagt? Dichtungsteil, oder? Hören Sie mich, Sugar Bad. Hören Sie mich. Ich höre Sie. Ja, servus, hier ist die Margret, grüße dich, ich bin die Nachbarin von oben. Ja? Was ist denn der Dichtungsreg? Ja, an der Waschmaschine ist irgendwas kaputt und der Hausmeister ist beleidigt mit einer jungen Dame. Ja. Schreit sie da an um 10 Uhr abends. Da ist die Tochter am Schlafen und dieser Typ klingt wie Pädophile und schreit da rum. Der hat einen Knacksitzen. Der trinkt ab und zu mal was über seinen Durst. Der hat einen Knacksitzen. Da brauchen Sie sich bei ihm keine. Warum kommen Sie nicht zu mir? Ich habe tausendmal gesagt, kommen Sie zu mir. Ja, ich will nicht machen für Sie. Sie haben auch viele. Sie sind ja schon ein altes Frau. Ich will nicht machen für Sie. Noch hören Sie mal zu. Ich habe ihm gesagt, solange der Rücken noch gerade ist und die Füße noch funktionieren, dann kann ich nicht helfen. Da brauchen Sie dich zu ihm zu gehen. Darf ich fragen, Sie sind ein Freund? Sie sind ein Freund von der Laurelette? Nein, wir haben uns im Internet ein bisschen kennengelernt, aber wir kennen uns nicht. Ich mache mir jetzt gerade Sorgen, weil der Typ sie so anschreit. Ach, da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Das sage ich Ihnen. Der trinkt mal ab und zu mal was über seinen Durst, aber der ist ein ganz harmloser, zahnloser Typ. Ist, glaube ich, ein bisschen. Ja, es geht doch darum, dass die Frau nur Probleme mit der Waschmaschine hat. Sie kann ja auch einen Fachmann anrufen. Ja, ich habe von Ihnen gefragt, machen für mich reparieren 15 Uhr, mir schreiben 19 Uhr, machen 20 Uhr. Ich bin nicht die Dumm von hier. Ach, hören Sie mal zu. Ja, ich habe tausendmal gesagt, wenn Sie ein Problem haben, kommen Sie zu mir. Ich helfe Ihnen. Sagen Sie mal, wer war der Erste, der Sie hier begrüßt hat? Ja, Sie haben für mich machen sehr viel Grüß. Das ist wirklich schon. Ja, deswegen, das sage ich Ihnen. Sie dürfen jederzeit bei mir klingeln. Ja, ich bin Rentnerin, was soll ich machen? Ich bin sowieso den ganzen Tag, schaue ich eine Serie, da bin ich sowieso, habe ich Zeit. Warte mal, alles so gut, es ist alles so ein Missverständnis. Ja, das ich kann nicht gut Deutsch reden und der alte Mann war... Ach, sie ist doch schon ein paar Jährchen, sie ist eine ganz süße Maus, sie ist doch schon ein paar Jährchen hier. Sie spricht perfekt Deutsch, das, was er sagt. Ja, sie geht noch schön arbeiten, ist doch super. Sie ist super, du bist eine super Frau. Hey, du bist Töfte. Du bist wirklich Töfte. Ja, was ist der? Was ist die Töfte? Was ist denn diese Töfte? Ich habe nicht verstanden. Du bist super, ja, du bist wirklich eine Powerfrau. Das sage ich dir. Da haben sich viele hier, sind frisch von ihrer Heimat gekommen und sind hier so wirklich präzise wie du. Wirklich, super. Dankeschön, wirklich sehr. Komm, lass dich mal drücken. Ja, wenn was ist, kommst du zu mir, ja? Sagen Sie ihr das auch. Sie kann zu mir kommen. Sagen Sie ihr das. Okay, ich sage das.
Und wie gesagt, es geht nur darum, man darf eine Frau um die Uhrzeit nicht so anschreien, das ist nicht gut. Er hat wirklich, der machen auf mich rein. Ich kann nicht so, ich mache sonst Polizei. Oh, brauchen Sie doch keine Polizei zu rufen. Das werden wir jetzt. Oh nein, wer ist denn da? Oh, das ist wach sind. Komm her. Oh nein, komm her. Kommst du mal her. Das ist ja, du bist ja groß. Es bin an Schlafen gewesen. Ja, du bist auch Schlafen gewesen, wa? Ja. Ach, ich hab was für dich. Ich hab hier was für dich. Schokolade? Ja, hier, das ist was ist. Was wir haben gesagt? Danke. Ja, gerne. So, ja, nicht, aber heute erst zu morgen, ja? Bitte. Hier, zweite Putze. Ja, nee, sie hat schon die geputzte Szene. Nicht heute essen. Nein, das nicht. Ich werde nicht essen heute. Okay. So, wenn was ist, mehr, also sagen Sie, dass sie zu mir kommen kann, ja? Okay. Dankeschön für die. Dankeschön. Ja, kein Problem. Wer schlafen Sie? Ja, jetzt ich bin dran. Bist du wieder alleine? Jetzt ich bin alleine, wirklich. Für mich viele Leute. Für mich sehr, sehr viele Leute. Laura, du hast eine Wohnung und das ist sehr wertvoll, weißt du? Du musst auch ein bisschen vorsichtig sein. Wenn die kündigen, dann nicht gut, weißt du? Ja, ich bin nicht. Wenn die machen für mich die Wohnung stoßen weg, ich mache neue finden. Für mich ist nicht, ich bin nicht angewiesen von dir. Meine Belohnung im Monat ist nicht wenig. Ja, aber Wohnung finden schnell geht nicht, weißt du? Oder ja. Du hast was auf. Ja, du hast wirklich viele Recht. Ist nicht schwer. Ich habe lange von der suchenden Wohnung, von der ich war in wirklich sehr vielen Suchen, ich nicht gefunden. Ja, schwierig. Wir leben in schlechten Zeiten. Laura, guck mal, Laura. Wir sagen, dein Leben eigentlich schön. Mach dir keine Schulden, keine Spielothek. Ich mache wirklich nie. Ich habe in meinem Leben, von ich die Kleine von bis ich Große, in ich spielen habe nie gespielt. Keine Kartos, keine Automaten, wirklich von dir gar nichts in den Weg. Bella Sexe Boom! Ich bin obdachlos und kann schlecht werden, weißt du? Aber du sagen, du eine normale, hübsche Frau, wo hat gute Arbeit, ja. Dann lebe schön. Vielleicht du, wenn deine Tochter ein bisschen älter werden, Leben werden noch schöner. Leute, macht das Plus auf ganz sympathisch weg. Like den Stream, teilt den Stream. Ja, ich will nicht machen, der meine Leben in der Müll. Ja, also guck mal, Arbeit ist wichtig, Wohnung wichtig. Ja. Für mich ist die wichtige in das Leben von der Ende haben. Ist Arbeit der Kinder und von der ist gemütlich. Bella! Genau, das ist ein schönes Leben, Laura. Dass viele Menschen haben sowas nicht, weißt du? Ja, ich will nicht machen, die Menschen von mich machen, mich lachen von mir, weil ich alle, was ich habe, machen, haben für mich in meine eigenes Hand gemacht. Ja. Ich habe in allen. Also alles gut. Du dich beruhigen ein bisschen jetzt. Was? Große Problem? Also keine Kündigung, oder? Wegen dieser Typen? Nein, keines machen. Die Margrethe, die Frau, kommen hier, sagen er, ich mache immer. Von immer ist er so. Vielleicht schon alt, oder? 40, 50? Ich glaube, ein bisschen die 36. 63 und die Mann, die Hausmeister? Wie heißen die? Hausmeister. Die ist 36.
Nein, nein, die Mann, wie alt dieser Mann? Diese Meister, diese Hausmeister, die sind 63. 63, also 63. Ja, der ist der alte Mann. Das ist die, und die Frau, ah. Die Frau hier, die Oma ist 70. Okay, ich dachte, die ist vielleicht 40 Jahre alt, weißt du? Die ist alte Frau. Okay, okay. Laura, deine Wohnung, wie viel? Drei Zimmer, zwei Zimmer. Der ist der 5 und 7 Quadrat. 75? 5 und 7 Quadrat groß, ja. Ich habe eine 2 in Schlafzimmer. Ich habe eine 2 Badezimmer. Eine Gast, die eine große Badezimmer, ein Gast für ist der, wie heißt denn, für Gast. Ja. Und ich habe eine große die Zimmer von der Wohnung und eine Küche. Aber wenig Quadratmeter. Meine Quadratmeter ist die 5, wie sagen, 5 und 7. 5 und 7. 75? Ja, ist großen. Groß, okay. Aber du, eigentlich eine Wohnung mit so viel Zimmer, 150 Zoll, aber okay. Schön. Laura. Wie viel Miete zahlst du? Wir beide, wir kennen uns nicht. Wir nur reden, weißt du? Ja, für mich ist es nicht ein Problem. Ich nicht Angst reden von dem Geld. Für mich ist es nicht ein Problem. Meine Miete ist die kaltes Miete oder die heißes Miete? Kalte Miete. Heißes Miete? Ja. Die heißes Miete ist 700, ich glaube 25, ich muss gucken in die Konto, 725. Boah, das ist zu viel, Laura, was machst du? Du nur eine Kind, du zahlst Miete wie eine König. Warum? Ich bin meine Arbeit wirklich, ich habe eine gute Belohnung in der. Ja, du hast eine gute Arbeit, aber du zahlst 1000 Euro Warenmiete bestimmt. Das ist ja. Nein, das ist meine heiße Miete, nicht meine Karte des Mietes. Also ganze Miete 750. Die heiße Miete und die kalte Miete ist wenig. Okay. Also gut, 750 gut. Aber wenn du zahlst 1100, 1200. Das ist sehr viel. Ich bin nur mit meiner Tochter. Ich muss nicht machen. Du hast so Kindergeld und dann hast du noch Arbeit. Ich mache meine Geld von dem Kind kommt und ich meine Job machen Arbeit gut. Meine Chef für mich sehr nett. Und okay, super. Meine Belohnung in des Monat. Ja, ich bekomme von Ihnen 3200. Und netto? Das ist die, was ich in die bekomme, ist in der Sparkasse drin. Nein. Ich bekomme von Ihnen viele, ja. Nein, niemals. Du, 3200 kriegen keine Arzt, kriegt keine. Ich kriegen wirklich. Ich mache für ihn. Nein. Okay. Ich dir nicht glaube. Ich habe gemacht Ausbildung, ich habe gearbeitet 10 Jahre und diese Geld, wo du sagst, du kriegst nicht. Ich weiß. Ich wirklich nichts lügen. Ich krieg wirklich. 2000 Euro vielleicht, aber 3200 niemals. Ja, für mich, ich kann nicht sagen für dich, ich sage Spaß. Ist wirklich, ich kriege für mich, von meinem Chef wirklich. Okay, schön. Wollen wir, wenn du sagen so?
Er hat einfach Auge glaub, gemacht. Also er hat Auge gemacht, Walla. Legen viel Geld auf Sparen. Ich arbeite von der Montag bis von der Samstag. Auch Samstag arbeite bis 14. Okay, und deine Kind immer alleine, nicht gut? Meine Kind nicht, der ist der, wir haben eine, wie heißen diese, Gruppe von Tage, von Tages in Gruppe drin. Ja. Der ist eine bequeme, wie sagen, viele Kinder drin in Gruppe, zusammen spielen, wie heißen, von der Tag drin, eine Mann ne, spielen. Ich verstehe, diese, wo du zahlen ist wie die Garten von den Kindern in Groß. Okay, okay. Laura, du rauchen, Laura? Ich mache ja, Scheiße, schon von den Kleinen, aber ich bin schon, ja, machen rauchen viele. Du wie eine russische Frau. Warum sagen? Warum? Ich habe immer gehört von vieles. Sagen, ich bin wie eine Frau von Russ, von wie sagen von den russischen Menschen. Russische Frauen auch so reden. Du von wer bist eine christliche Frau, oder? Nein, wir sind die, wie sagen die Orthodoxe. Orthodox. Ja. Du glauben an? Ja. Schön. Genau, das ist der. Und du bist du? Der ist wie ein. Was ist das? Wie eine Tür von der kleinen. Jeder. Die klingeln oder? Ich hab nicht versteht. Das ist wie ein Tür von Klingeln.